So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge PvP-Action. Leute, ich hab Bock! Ja? Auge des Sturms. Mag ich eigentlich ganz gerne und ich mag auch die Blitzschlacht-Version davon. Einfach weil das auch so eine interessante Map ist. Ne? Es bietet sehr viel interessante Vielschichtigkeit und sehr viel strategische Tiefe, um das mal so zu definieren. Weil dadurch, dass du halt nur zwei aktive Punkte campen kannst oder attackieren kannst und sich das immer ändert, je nachdem wann die Flagge abgegeben wird oder nachdem die Flagge abgegeben wird, um es mal ganz genau zu nehmen. Es ist halt immer ganz cool, sowas mit anzusehen. Ich bin mal gespannt, was wir auf jeden Fall Interessantes bewirken werden. Ja, es ist doch... Broody, I have no idea why you do this. Warum gehst du denn schon... Ja, das ist dumm. Das ist, Digi. Das unterstützt sich 0,0000. Das war nämlich dumm. Du siehst doch, dass dein Heiler ist. Warum greifst du denn den Typen an? Also, verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, wirklich. Also, jetzt wirklich gar nicht. Ich werde jetzt hier nur stehen. Hinhalten. Das ist so the best thing I can do, bis jetzt Leute mal wieder respawnen, damit wir da vielleicht eventuell was kriegen können. Ja, gut. Ich sehe hier auf jeden Fall nichts bewegen. Bleibt nichts anderes übrig, als in die Mitte zu gehen und zu attackieren. Eigentlich nicht mein Job, muss ich mal so fairerweise sagen. Ja, ich fühle mich hier so ein bisschen unterqualifiziert. Ist nicht wirklich mein Job, das zu machen. Oh, oh, oh. Oh, ja, und jetzt gibt ihr... Ah, schade. Schade, Digi, schade. War ein guter Try, aber sie hat den Kokon gezündet. Das ist schon mal, finde ich, einigermaßen was wert, wenn man das mal so sagen darf. Muss man mal auch so sagen. Ne? Okay, cool. Hat nichts gebracht. Auch doppelte Power jetzt an Healing. Jetzt wäre natürlich ein geiler Moment zuzuschlagen an dem Turm. Leider, aber Gottes Willen, habe ich meine Fähigkeit nicht, um da irgendwas Cooles jetzt zu machen. Also der Moment, ich müsste jetzt hier, sagen wir mal so knapp 2 Minuten. Ja, und von den 2 Minuten ziehen wir jetzt nur 1 Minute so ab. Ich müsste jetzt hier so ein bisschen rumchillen. Und dann kann man eventuell mal irgendwas machen. So. Aber an sich, es ist einfach so... nervig. Es ist wirklich nervig. Ich muss auf den Heiler weiter drauf gehen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Okay. Ich sehe ihn aber leicht strugglen. Ist es ein leichter Struggler? Ich sehe einen leichten Struggler. Sie teleportiert sich auch verdammt viel rum, was es mir um einige schwieriger macht, zuzuschlagen. Weil ich kann sie attackieren und ich kriege sie meistens immer in ganz guten Bereichen runter. Nur... ja, irgendwann geht mir... kann ich nicht, ne? Es kommt halt immer noch ein zweiter Healer noch dazu. Auch noch. Und sie teleportiert sich halt die ganze Zeit. Bringt mir also wirklich absolut gar nichts. Wir können jetzt hier so ein bisschen um die Zeit kämpfen. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand in der Zwischenzeit was macht. Jetzt, lieber Druide, ist der Moment gekommen, eventuell was Gutes jetzt zu vollbringen. Eventuell, ne? Punkte zwischen beide gleichzeitig, aber dadurch, dass jetzt hier die Flagge genommen worden ist, sehe ich nicht mehr allzu viel Chance. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Man würde jetzt meinen, ist jetzt vielleicht Kacke, aber ich sehe tatsächlich, wie der Hunter hier, ziemlich interessante Möglichkeiten, um eventuell strategisch sofort deren Base zu nehmen, weil sie werden ihn hundertprozentig zum Abgeben zwingen. Hundertprozentig. Wenn jetzt unsere Teammates jetzt mal, keine Ahnung, 1% ihres dämlichen IQs benutzen, ja, und sofort den Magierturm campen, ja, dann haben wir, oh, ja, scheiße, Alter, ja, ich wollte gerade cool machen, aber, I don't see it, so, wenn der Hunter smart ist und ihn, ja, er packt aber halt, ja, die ganzen CCs werden jetzt halt jetzt schon ausgepackt, Diggi, jetzt schon, warum, mein lieber Freund, und wenn du jetzt Scheiße baust, reiß ich dir den Arsch auf. Coole Scheiße. Das ist natürlich mal wieder abgrundtief hässlich. Plus der Heiler macht... ja, der Heiler ist smart. So, gegen den sage ich ja nichts. Das ist ein guter. Das ist ein smarter. So, jetzt kriege ich wenigstens Unterstützung von der Drag-Tür. Ist vielleicht... oh, das ist gut. Das ist tatsächlich sogar legit gar nicht so schlecht. Weil ohne Base können sie nichts machen. Also, so im besten Wille. Und ich muss auf den Heiler draufgehen. Mir bleibt nichts... ey, ich hab nur das, Leute. Ich hab, das ist das Einzige, was hier für mich geht. Heiler attackieren, ihn so ein bisschen die ganze Zeit dreckig kommen, in der Hoffnung, ja, in der Hoffnung, dass er ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist, dass einer irgendjemand killt. So, das ist meine Hoffnung, weil der Heiler hat auch, um ehrlich zu sein, jetzt nicht super viel Mana. Ich weiß nicht, wie das bei unserem Draktür aussieht, aber wenigstens... wow, Alter! Oh,
geiler Move, aber da wird uns nicht so viel, super viel bringen. Ist nur so ein, ist nur ein nettes Gimmick. Also für ein paar Sekunden sehen wir gleich wie coole Dudes aus. Bringt nur leider nichts. Oh, so fucking sad. Sad, Alter. Aber geil, trotzdem. Nichtsdestotrotz, guck mal, die haben eine Flagge abgegeben. Wir haben lange genug an der Flagge rumgezerrt oder besser gesagt an dem, an deren Flaggenmast. Und wenn sie ihn jetzt abgeben, ja, würde ich mal so vermuten, sind sie wieder im, im Vorsprung. Aber das sind alle Mann sind drauf. Alle Mann. Okay, jetzt nicht mehr, aber ist auch nicht so schlimm. Genug Zeit, ihn noch wegzuplätten. Genug Zeit, auch die Flagge vielleicht auch gleich noch zu nehmen, weil alle sind jetzt an dem, an der Base. Also ich sehe da auf jeden Fall Spielraum. Es ist halt jetzt die Frage, was du dir als erstes vorknöpfst. Nimmst du dir die Flagge oder nimmst du dir die Base? Das ist halt jetzt beides so zwei interessante Fragen. Ich würde wahrscheinlich mich eher für Flagge entscheiden. Das wäre meiner Meinung nach der etwas smartere Move, weil ich glaube, weil alle dort sind und alle... Oh my fucking Jesus. Leute, was macht ihr denn da? Warum sagt ihr denn nicht, dass ein Demon Hunter ist? Und ja, okay, gut. Ich meine, er spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber trotzdem, es hätte uns zerstört. So, jetzt müsst ihr nur hinhalten, Guys. Hinhalten. Hinhalten. 5 Sekunden, Digi. 5 Sekunden. That's all I'm asking for. Und dann bin ich hier. Ich stehe schon da, wie eine 1, schon direkt am Tappen, direkt schon deren gegnerischen Base. Wenn unsere Leute smart wären und genau dasselbe täten, dann wäre die Welt natürlich ein besserer Ort. Aber ja, wie soll man das sagen? Sie sind nicht smart. Da, fuck, Alter. Ja, und jetzt, ja, okay, einer ist wenigstens in der Mitte. Ich weiß auch nicht, warum sie da weiter kämpfen. Ich weiß nicht, was sie sich davon erhoffen. Ich weiß nur, dass ich meinen Draktür-Boy jetzt mal kurz helfen werde. Ja, aber ja, so richtig ist das jetzt. Also ich meine, dass wir noch irgendwie uns am Leben halten, ist schon eine Ansage. Ne? Ist ja schon eine Hausnummer. Aber Brotowski, es wird nicht gut gehen. I can tell you that, wenn wir so weitermachen. Ja, der denkt, der hat ja was drauf. Du hast gar nichts drauf. Du bist gleich tot, Alter. So, noch bevor du irgendwas von dir gibst. Sehr schön. Ist zu weit entfernt. Jawohl. Jawohl. Wir halten das wie eine 1, Alter. Also, sorry. Da kannst du dich nicht beschweren. Das ist hier wirklich halten, als gibt's kein Morgen mehr. Das ist, that's all we can do. That's all we have. That's all we can fucking muster. Ja, aber wenn, das bringt nichts. Sie müssen die Flagge auf jeden Fall, ja, es ist einfach nur komplette abduktive Scheiße hier. Es ist Gleichstand. Nächste Flagge, spätestens entscheide das Game so. Aber ich kann mir wenigstens sagen, I did what I could. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich war wirklich eine Maschine. Ich habe wirklich smart gedacht, smart agiert und gut gefightet. Meine Boys hatten keinen Bock und da kann ich natürlich wenig gegen machen. So, ne? Es ist leider Gottes Willen kann ich dagegen nichts machen. So, wichtig ist jetzt, weiß ich nicht. Ich kann euch das jetzt nicht ganz genau sagen. Flagge wäre natürlich cool. Oh, guter Mal. Oh, guter Schuss. Auf jeden Fall. Demon Hunter ist natürlich schon direkt am Stizzeln. Fuck this shit. Ich brauche jetzt... Ah, Geisteransicht. Spektrale Geisteransicht. Ja, die Mitte muss jetzt hier auf jeden Fall... ja. Wir haben hier ein ganz gewaltiges Problem. Okay, Demon Hunter weiß auf jeden Fall von meiner Anwesenheit. Ja, die machen jetzt hier Triple Rückzieher hier. Aber es ist nicht entschieden, ne? Wenn wir die Flagge bekommen... Könnte man eventuell was reißen? Also es ist jetzt sehr wichtig, dass das jetzt hier irgendwie stattfindet, so, ne? Aber wenn sie Triple Death machen, da kannst du es knicken. Also wir müssen diese Flagge bekommen. Oder wir müssen diese Basis stürmen. Irgendwas. Also wirklich, irgendwas. I have to play with luck. Luck is my greatest strength. And my greatest strength is going to be luck. Guys, das ist alles, was ich kann, Guys. Das ist wirklich the maximum of my power, Alter. Das ist the maximum. Also wenn ihr da jetzt nichts rausholt, dann kann ich euch leider nicht helfen, Leute. Da kann ich euch wirklich nicht helfen. Wenn ihr geistig smart seid, bewegt ihr jeden verfickten Mensch hier zu dieser Basis, mindestens auch das Magierturm irgendwie vielleicht noch ein bisschen Death bekommen. Ja, natürlich, meine Leute sind aber nicht so smart. Oh Mann, Alter. Und da arbeite ich wie ein Mensch, Alter. Ich tue alles.
Ich tue alles. Ich müsste mir auch langsam mal so ein Allianz-Tattoo stechen lassen. Ich tue alles für diese Scheiße. Nur leider, meine Boys wollen das nicht. Meine Boys sagen sich, ha, Diggi, fuck this shit. Seit wann brauchen wir denn sowas hier? Oh Mann, Alter, ich krieg die Krise, ey. Es ist, oh. Es ist wirklich traurig. Du rackerst dir wirklich den letzten Scheiß ab und die schaffen es nicht mal, was zu deffen. So, wenn es ein Demon Hunter wäre, kommt schon. Also ihr wollt mir sagen, ihr könnt den Demon Hunter nicht töten oder mindestens hingehalten bekommen. Es ist traurig. It's fucking sad. So. Ja, gut. Ja. Schade. So, aber Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge PvP Action. Tiefenwindschlucht soll es sein und wir werden natürlich wie immer das tun, was wir immer so gemacht haben. Wir gehen rüber und versuchen uns die Ruine zu schnappen, oder besser gesagt, das, was überhaupt von der Ruine möglich wäre. Wird sich aber zeigen, wie wir das irgendwie bewerkstelligen können oder halt auch nicht. So, einmal in den Sprint rüber. Wen haben wir da? Hexenmeister. Bruder, aber das funktioniert nicht so ganz. Nee, das wird nichts, Diggi. Ich bin außer Reichweite. Miese Ratte. Funktioniert aber nicht so ganz, diese kleine. Er dachte, er kann mich hier mit so einem Taschenspielertrick austricksen. Was? Was wird denn das, wenn es hier fertig ist? Also das ist ja... Das ist ja erbärmlich. Also ich meine, ja, gut. Und wir haben das natürlich mal wieder nicht gewonnen. Oh, drei Basen direkt auf Seiten der Horde. Oh ja, also ich meine, wir sind keine Hordler, so, ne? Also das war jetzt nicht irgendwie positiv gemeint, sondern eigentlich scheiße. Nicht gut, nicht gut. Also da müssen wir definitiv gleich uns nochmal ein bisschen überlegen, was wir dagegen anstreben wollen, weil irgendwie wird das nicht gut ausgehen, ne? Also ich meine, wir beherrschen das. Haben wir überhaupt jemanden, der am Schrein ist? Yo, Rogue am Schrein, passt auf jeden Fall. Das werden wir safe holen. Sofort in Unsichtbarkeit reingehen. Sofort irgendjemand, der versucht hier das noch anti-tappen, zu tappen, dagegen gehen. Oder vielleicht sehe ich da noch was. Ich meine, nur weil wir jetzt hier einmal ein paar Basen verloren haben, heißt das ja noch gar nichts. Heißt das ja noch gar nichts. So. Horde führt aber schon ziemlich tatkräftig. Müssen wir gucken. Was gibt es als nächstes? Hof wäre noch natürlich eine Option. Da wird scheinbar hart gefightet. Ich muss gucken, wie ich mich hier nützlich mache. Mitte auch. Ich denke mal oben, Worry wird vielleicht eventuell helfen können. Okay, hat erobert. Ich glaube mal Schrein ist auch erobert. Ruine, gehe ich mal von aus, wird auch erobert. Sehr schön. Und jetzt auf geht's. Sehr schön. Mitte haben wir auch. Voll strong, richtig gut. Ich werde wahrscheinlich dafür den Hof traden. Ne, die sind alle tot, die sind alle tot. Scheiß auf Trades, scheiß auf Trades. Direkt rüber. Direkt rüber zum Hof. Wenn ich nur wüsste, welche die scheiß schnellste Route ist, um da hinzukommen. Ich glaube, da ist ein Heiler. Oh, wenn das der ist, der ist ja gleich tot. Er ist gleich tot. Oh mein Gott. Ich komme. Hang in there, my friend. Okay, er ist wieder komplett healed. Ja, okay, das ist aber hier ein Duell. Das ist aber ein sehr wackes Duell hier. Das ist ja ein richtig wackes Duell. Da kannst du ja gar nichts machen. Das ist ja mit einem Heiler noch hier oben on top, Alter. Nee, das wird hier nichts. Aber ich meine, wir können uns erstmal hier... Oh! Lass dich unterschätzen meinen fucking Schaden nicht, Alter. Ich mag's nicht, wenn Leute mich unterschätzen. Sehr gut. Ich glaube, wir haben ihn getötet. Ey, ich bin außer Reichweite. Kurz hier stehen geblieben, mein lieber Freund. Nicht so hastig. Das ist zu weit entfernt. So, einmal noch den CC rein. Auf geht's. Wir müssen auf definitiv, also ich weiß nicht, was da so im Background abgeht. Ich weiß nur, wir müssen hier auf jeden Fall tatkräftig mitwirken. Sonst wird das hier nämlich nichts. Ich meine, wir müssen ja auch irgendwann den Hof ja auch mal bekommen. Miese Ratte, Alter. Der war kurz vorm Sterben. Oh, natürlich alles tot, alles tot. Nein, doch nicht. Worry ist noch drin, aber... Ich sag's, wie es ist. Lange werde ich das hier auch nicht durchhalten. Ich muss sofort mir erstmal kurz eine Genüsslichkeit gönnen. Kurz hier einmal, zack. Ich muss näher ran. Und bin wieder im Spiel. Ich muss näher ran. Tja, aber den Heiler, den werden wir nicht... Den wirst du nicht kriegen. Den werden wir leider nicht kriegen. Da haben sie leider gewonnen. Aber gut, wenn man bedenkt, wie lange das gedauert hat und dass sie einen einzigen Heiler...
irgendwo reinpostiert haben, wo er erstmal auch eine lange Zeit absolut nichts für das Team geholt hat, außer da gut rumgestanden hat und gut geheilt hat. Das muss man halt dem Priester oder den DC auch irgendwie lassen. Ja, mehr als das hat, muss man jetzt, kann man so sagen, wie es ist, hat er jetzt nicht rausgerissen. So, ja. Also prinzipiell ist es immer noch ein großer Win für uns. Draktür steht persönlich ziemlich gut, ist auch okay, soll er mal machen, 5 Sekunden. Und spätestens ab dann, ah, sehr schön, das ist sehr gut. Das gefällt mir. So, jetzt wo kein Heiler da ist, mein lieber Freund, unterhalten wir uns doch mal ein wenig. Du nicht. Das ist zu weit entfernt. Glaube ich nicht. I don't think so, bra. So. Man muss ja auch ein bisschen zeigen, dass man sich da auch nicht einfach alles erlauben kann, was man sich erlauben will, ne? Ich meine, wir haben momentan auch die krasse Dominanz. Und das ist auch wichtig und richtig. Aber sobald der Hof wieder frei ist, das ist das Erste, was ich mir sofort snacken werde. Falls der Draktür es contesten will. Also, würde wahrscheinlich auch. Ich meine, da ist er ja schon wieder. Aber, ihr kennt mich doch. Ich habe meine kleinen Tricks. Es sei denn, er hat was gegen Stunts. Das wäre dann natürlich nicht so geil. Easy. Touch ihn nicht an, please. Ja, sehr gut. Wenigstens jemand mit ein bisschen Brain, der hier gerade mal eben kurz was vollbracht hat. Ich bin außer Reichweite. Hm. Kollege. Ich meine, ich habe noch nie so viele Draktür-Erfahrung. Das finde ich gut. Dass er casten kann von Distanz, ist mir auch bewusst. Aber ich habe auch ja meine Methoden, um mich da nützlich zu machen. Soll er mal machen. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Nicht so hastig. Er desintegriert mich. Ich muss näher ran. Ah, come on! Es ist... Ja, ich wollte gerade sagen, was soll denn die Kacke? Also, da, wenn das nicht mal irgendwie mal zum Erfolg führt, dann weiß ich auch nicht. Das ist die beste Art und Weise, wie ich gelernt habe, wie man gegen Draktürs fertig wird. Die ganze Zeit durchchasen, jetzt gibt's keinen Morgen mehr. Das ist das Einzige, was mir in solchen Kämpfen gegen die bleibt. Aber auch nur, wenn du alles an Charges hast. Ansonsten schwierig, an die irgendwie durchzukommen. Aber egal. Gold ist Gold, Leute. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya.